Hallo YouTube und willkommen. Heute wollen wir uns einmal die 6 Meditationsorte in Kapitel 4 anschauen. Wir gehen sie alle nach und nach durch, so dass ihr sie nicht verpasst und auch hier alle Punkte mitnehmen könnt. Wir beginnen einmal mit dem ersten und dafür starten wir bei der oberen Grotte. Der Meditationsort befindet sich direkt hier beim Becken. Falls ihr diesen Waypoint aber nicht habt, kommt ihr von der oberen Grotte genau dorthin, wo wir hin möchten. Von hier aus machen wir erstmal einen kleinen Bogen. Wir düsen hier hoch. Auf der anderen Seite geht's wieder runter. Und da vorne, wo das Stück Holz ist, springen wir gleich einmal hinunter. Das ist auch der Weg, wo es zum Gift-Daoisten geht. Hier gehen wir auch nochmal runter. Und wenn jetzt hier die Kokons sind, genau hier sind wir richtig. Geradeaus habt ihr auch noch eine Kiste, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, gelootet habt und ihr haltet euch dort in die Richtung, wo auch die Fackeln sind. Na, da habe ich ihn diesmal ausgetrickst. Wir lassen einfach mal die Gegner stehen. Ich habe sie im Vorfeld nicht geklärt. Hier müssen wir aufpassen, wieder in Richtung der Kokons. Auch dort haben wir wieder eine Fackel als kleine Orientierung. Die Gegner hier sind recht zeitaufwendig, deswegen... Oh, shit, ich dachte, ich kann ihn austricksen, aber jetzt hat er mich ausgetrickst. Hier muss man ein bisschen aufpassen, weil der Schaden, der reinkommt, schon massiv sein kann. Und nun sind wir dort, wo wir hin wollten. Geradeaus ist der Schrein und hier rechts habt ihr jetzt das erste Meditationskissen. Und damit auch den ersten Fähigkeitspunkt. Kommen wir nun zum zweiten Meditationspunkt, der Baum, Mitte der Grotte. Wir starten am gleichnamigen Waypoint, mittlere Grotte. Das ist da, wo es auch zum Tausendfüßler geht. Also geradeaus geht es zum Tausendfüßler. Wir möchten aber hier nach rechts, denn wenn wir uns der Fackel nähern, sehen wir, dass hier der zweite Meditationspunkt ist. Und wenn wir uns draufsetzen, sehen wir die nächste Zwischensequenz, haben den nächsten Meditationspunkt und damit auch wieder einen weiteren Fähigkeitspunkt. Spot Nummer 3 sind die Höhlentiefen bei der unteren Grotte. Und auch hier haben wir einen gleichnamigen Waypoint, untere Grotte. Von hier aus starten wir, kann man eigentlich auch nicht übersehen. Als erstes orientieren wir uns einmal nach hinten, da wo die Kokons sind. Wir werden einmal schauen, dass wir hier links, da haben wir den Spalt. Wenn ihr euch nah genug nähert, könnt ihr euch durchquetschen. Und sobald wir hier durch sind, haben wir eigentlich auch schon das Schlimmste überstanden. Düsen gleich nur noch nach oben und haben dann dort den entsprechenden Meditationspunkt. Auf der linken Seite versteckt sich noch ein kleiner Boss. Falls ihr ihn noch nicht habt, schaut ihn euch an. Und hier bei dem runtergekommenen Baum haben wir jetzt den dritten Spot und damit Halbzeit. Der vierte Meditationsort ist die Anhöhe im Wald der Wildheit. Auch hier nutzen wir den gleichnamigen Waypoint, Wald der Wildheit. Im Tempel der gelben Blume ist der zweite Waypoint in diesem Gebiet. Und zunächst einmal werden wir uns hier ein wenig links orientieren zu den Klippen, denn da hinten auf diesem kleinen Steg befindet sich das nächste Meditationskissen und der Spot, zu dem wir möchten. Der vorletzte Meditationsort, die Kiefern beim Tempel der gelben Blumen, den könnt ihr von zwei Seiten aus erreichen. Wir starten gemeinsam vom Tempeleingang. Ihr könnt aber auch vom Hof des gelben Glanzes aus starten. Aber vom Tempeleingang finde ich es ein bisschen einfacher, weil wir hier auch weniger Gegner haben, die wir dann umhauen müssen. Hier erst einmal die Treppen hoch. Auf dem Weg zum Spot findet ihr von diesem Waypoint aus keine Gegner. Aber gleich, wenn wir in der Area drin sind, gibt es Gegner. Die habe ich aber schon umgehauen. Das sind diese komischen mutierten Viecher, die so einen Schlangenkäferkopf haben. Also, hier orientieren wir uns einmal nach links. Hier überall sind diese Viecher. Wenn ihr mit dem Fokus arbeitet, werdet ihr sie sehen. Da hinten ist auch einer der Gegner. Aber dadurch, dass alle down sind, können wir hier entspannt meditieren.
und uns damit auch den vorletzten Punkt sichern. Und damit sind wir beim letzten Meditationsort, der ist allerdings im Geheimgebiet. Wenn ihr keinen Zugang zum Geheimgebiet habt, müsst ihr ihn euch organisieren. Wenn ihr das Kapitel schon abgeschlossen habt, ohne das Geheimgebiet freigeschaltet zu haben, könnt ihr hier höchstwahrscheinlich nicht mehr herkommen. Wir starten einmal gemeinsam beim Blütenfalldorf. Von hier aus dem Geheimgebiet heraus, werden wir uns den letzten Punkt holen. Wir orientieren uns einmal hier nach hinten. Und nun können wir entweder hier links hochlaufen oder dort rechts direkt über meinem Kopf. Beide Wege führen uns zum Meditationsort, ist ein bisschen versteckt, aber hier kann man einfach entspannt hochlaufen. Wenn ihr von der anderen Seite kommt, dann habt ihr hier entsprechend auch die Hängebrücke. Und ein bisschen weiter nördlich haben wir jetzt auch den letzten Meditationsort. Damit habt ihr jetzt die Spots für alle 6 Meditationsorte und damit auch 6 weitere Fähigkeitspunkte.